So Leute, wir sind jetzt live auf Twitch mit dem sogenannten State MC RP Projekt mit ganz vielen Leuten. Ich hoffe, es wird jetzt lustig. Ich habe mir den Namen Florian Lampert gegeben. Ich bin ungefähr 30 Jahre alt und ich suche einen Job und laufe mit Unterhose in der Stadt herum. Yeah. Als erstes muss ich meinen Skin umändern, den ich wieder vergessen habe umzuändern. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben mit der Serie, Leute. Das wird auch auf YouTube kommen, also naja, für die ganzen YouTube-Leute, die gerade zuschauen. Ich bin gerade live auf Twitch. Schaut doch gerne im Link in der Beschreibung. Lasst ein Follow da. Ich bin immer ready für euch. Uiuiui, ich hab Lust. Ethan, falls du im Chat bist, schreib doch bitte mal eine Nachricht, damit ich weiß, dass du drin bist. Genau, wir gehen einmal Verbindung trennen. Alles aktualisieren, damit jetzt nichts laggt. Eieiei, Leute. Das wird jetzt spannend. Wir suchen nach einem Job. Wir ziehen uns an. Ich bin ready. Hoffentlich funktioniert alles, ne? Okay, genau. Wir gehen mal aufs Flugzeug. Okay. Okay, Leute, ich bin ready. 12.04. Wir gehen auf 1995. Alter. Oha, wartet. Eieiei. Okay, ich habe jetzt meinen Mic erstmal gemutet. Okay, ich am Körper. Okay, wir suchen mir jetzt erstmal was Geiles raus, okay? Okay, ich kann mir jetzt hier einen Pullover aussuchen. In Rot. Ich glaube, das ist ganz geil. Das bin ich halt, Alter. Sie hat das Gleiche. Aber okay, wir gehen auf die Hosen. Ich bin vielleicht etwas eine Jogginghose, weil ich bin halt cool. Ich bin der übelste Straßenpenner. Yo, Leute, was ist gut? Okay, wir gehen jetzt auf Schuhe. Jo. Ah, okay. Florian Lampert. Alter, geil, wait. Ich muss das mir kurz screenshotten. Damit ich mir das merken kann. Okay, wait. Zack. Okay, wait. Ich schreibe es mir am besten auf, oder? Männlich. Okay, das kann ich mir jetzt. Florian Lampert. Ich muss mir meinen Geburtstag merken. Okay, wait. Ich schreibe es mir mal kurz hier auf. 1995 zumindest. Also, ich bin dumm deswegen. Okay, Leute. Zack, einreisen auf die Insel, meine Damen und Herren. Ich hab Geld. Okay. Bin ich jetzt... Okay, Leute. Wir suchen mal nach einem Job. Wir sind in der Stadt. Ich muss jetzt das mal aktivieren. Okay. Alter, ich bin richtig hyped.
Wisst ihr, wo wir lang müssen? Okay, Standort senden. Maps. Okay. Wir müssen zum. Okay, wo müssen wir hin? Alter. Alter. Okay. Leute, ich bin ein Franzose. Also. Ich gehe mal ganz schnell aufs Klo. Hier rechts seht ihr Essen, Trinken und sowas. Aufgepasst. Okay. Oh, geil, Alter. Okay, raus hier. Okay, okay. Ich glaube, man kann hier raus. Ich glaube, wir gehen mal in die Stadt. Lol, ein Windrad. Okay. Muss mal schauen. Geh mal in der FPS. Hallöle, soll ich dich gleich abholen? Oh ja, Citrus. Wäre cool, wäre cool, wäre cool. Komm mal rum, Alter. Wir können da ein bisschen talken. Okay, ich kann ja ein bisschen vorlaufen. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Ich bin gerade muted, aber... Ist ja geil hier, Alter. Ruf ein Taxi. Such ein Taxi. Wie rufe ich ein Taxi? Warte, über mein Handy wahrscheinlich, ne? Okay, warte. Hier kann ich den Mechaniker anrufen. Taxi kann ich anrufen. Okay, ich rufe mal ein Taxi. Okay, leider ist keiner da, um mich abzuholen hier. Da muss ich leider gehen. Sollte nicht sprinten. Alter, habt ihr das gehört? Alter, Leute. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Alter. Seid ihr ready? Oh, Luca ist jetzt auch live. Sehr geil. Ja. Moin Justin, willkommen im Chat. Warte dort. Hier? Okay, Citrus. Ich warte mal hier beim Zebrastreifen. Moin Justin, ich bin gerade live auf dem RP-Server. Richtig geiler Server. Ich hab 100 Euro dabei. Oh Gott. Ich höre irgendwelche Sounds. Ich habe Angst. Wenn wir gleich jemanden hören. Sorry Justin, ich kann gerade nicht. Ich zock gerade RP. Du siehst, ich bin jemand ganz anderes. Ich bin Florian Lampert. Geht leider nicht. Ach, ich habe mein Dings. Das heißt nicht Kampert, sondern Lampert. Oh Gott. Das muss ich kurz ändern. Aber wäre trotzdem cool, wenn du drin chillst. Justin. Aber wir können gerne später oder morgen noch mal eine Runde zocken. Ich können wir gerne 101 zocken. Ich will gucken, wie gut du geworden bist auf jeden Fall. Aber... Ich muss gerade hier ein bisschen gambeln. Ja, nice, Alter. Wir warten mal, bis Citrus kommt oder so. Und dann warte ich. Was gibt's eigentlich noch auf dem Handy? Also Nachrichten. Okay, die App ist deaktiviert. Man kann auf Maps gucken. Und zwar... Ich brauche einen Job. Oder? Ja, genau. Bankkarte. Alter, was ist das für eine Nummer? Okay, aufgepasst. Mal schauen, ob Citrus heute noch kommt.
Alter, wie geil. Leute. Just Rip One. Justin Nummer 2. Moin, Justin Nummer 2. Was geht? Alter. Wartet, Leute, eine Sekunde. Eine Sekunde. Okay, dann wieder. Ja. Okay. Oh, Digga. Also man ist halt eine komplett neue Person. Und läuft so ein bisschen herum und ich bin halt Franzose, mein Freund. Bonjour. Und ich, also mein Part ist es, ich wurde getrennt von meinem Bruder. Und ich will ihn wiederfinden. Ich wurde als Kind von ihm getrennt und ich möchte ihn unbedingt wiederfinden. Und deswegen, Leute, muss ich ihn auch wiederfinden. Ich suche ihn, ich werde jetzt die ganze Stadt absuchen, aber ich brauche halt auch einen Job, damit ich Geld verdiene für eine Wohnung und so. Und genau deswegen, ich glaube, wir laufen mal ein bisschen. Wir sind am hier ist der Flughafen gewesen. Wir laufen mal hier ein bisschen okay. Genau. Lauf zur Polizei, okay. Maps, Polizeistation. Route gestartet. In die Richtung. Ich sprint mal los. Okay. Ich sollte mal mein Mikro anmachen, Leute. Okay, aufgepasst, aufgepasst. Ist das die Polizeistation? Geh schnell rüber. Wir laufen ganz entspannt mit unserem iPhone 12 mal ein bisschen herum. Alter, geil. Okay, Leute. Oh, mein Mic. Okay, wait, ich mach's lauter. Ich muss mal oh ja, es ist nicht auf voller Lautstärke. Komisch. Ich habe das Falsche auf voller Lautstärke. So, jetzt. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt lauter sein. Wenn ich zu laut bin, sagt mir das. Ich kann das ganz schnell wieder. Oh. Bitte. So, okay. So, ich bin jetzt auf voller Lautstärke, auf das Lauteste. Okay, aber Leute, wir gehen jetzt zur Polizeistation. Hi, Ethan. Ich bin nicht Ethan. Ich bin Flo. Ethan ist gerade hoffentlich im Chat oder so. Okay. Ist gut sie. Ich bin Flo. Ich bin Ethan, genau. Das ist Ethan, Leute. entspannte neuen Zuschauer. Könnt gerne auch noch. Was? Hä, wo ist die Polizei? Hinter mir. Warte doch dort. Hier? Alter, Leute, wie geil. Ich weiß, ne? Alter, Leute, entspannt. Danke für euren krassen Support, dass ihr alle auch hier chillt. aha, okay, da lang. Ich gehe mal rüber. Ganz schnell. Okay. Okay, ich muss eigentlich. Ich müsste. Alter, Leute. Warte. Wir warten jetzt hier. Also. Okay. Pass auf. Ah, okay. Ja. Habt ihr es gehört? Da war gerade jemand.
Ich war am Wagen. Warte, bleib stehen. Warte, ich laufe jetzt, Leute. Ich kann wahrscheinlich wenig mit euch reden. Ich will auch mal mit so. Ja, Ethan, das machen wir morgen Abend, okay? Aber momentan mit den Decks wäre es. Also, ich. Du kannst. Es wäre halt geil, wenn du streamen könntest. Deswegen. Aber okay. Alter, was ist hier? Teich. Teich. Teichstraße und Waldstraße. Die Teich. Die Teichstraße. Okay, wir können ja morgen mal schauen. Morgen Abend. Ich glaube, das wäre cool. 7 Zuschauer, Alter. Bonsen. Ich wollte zur Polizeistation. Ich wollte mal zum Mechaniker. Wo ist der Mechaniker? Warte, ich möchte Maps. Mechaniker. Mechaniker, weil ich erkunde mich nach einem neuen Job und ich brauche natürlich auch Geld. Ich hab nur 100 Euro und ich bin am Verhungern. Ich glaube, ich sollte mal zur Stadtmitte gehen. Ich glaube, da finde ich Geld. Deswegen gehen wir mal zur Tankstelle in der Stadtmitte, okay? Seid ihr ready? Okay, let's go. Neu gestartet. Okay, wir warten. Okay, let's go. Ab in die Stadtmitte, würde ich sagen. Okay, wir müssen hier. Wir müssen normal laufen. Leute, ich hoffe, solche Streams gefallen euch auch. Okay, wir gehen. Ich kann jetzt hier nicht quer rüberlaufen, oder? Nee, es geht ja gar nicht. Haha, Luis. Nice. Mir gefällt es auf jeden Fall schon. Ich werde jetzt mal so gucken, ob ich immer so eine Abwechslung zwischen PvP und dem RP-Event machen kann. Wir laufen mal weiter. Alter, sind das geile Häuser. Irgendwann will ich auch in so einem Haus wohnen, Alter, das ist ja geil. Alter, aber die Map. Ja, aber nicht RP. Ach, der, komm. Halt solche RP. Auf dem RP-Server halt. Verstehst du? Ja, zu spät geschaut. Nice. Ja, RP-Projekt, da hast du recht, Luis. Luis, machst du auch mit? Oh. Keine Ahnung. Ich glaube, Luca wird auch ein bisschen länger streamen als ich. Dann kriegt er. Psst, Leute. Alter. Was ist das hier? Mal schauen. Bonjour! Bonjour, mein Freund! Denkt ihr? Ich glaube, wir lassen. Ich lasse euch mal in Ruhe! Ich komme gleich mal wieder zurück. Ich schaue mir kurz die Stadt an. Lol. Aha, okay. Warte, Störung X ab. Normal, okay. Leute, wir gehen jetzt mal in die Nähe. Okay, let's go. Da war jemand, der ist bestimmt Franzose, meine Freunde. Entschuldigen Sie! Hören Sie mich! Anscheinend nicht. Ich krieg Angst.
Okay, komm, ich laufe mal langsam weg. Warte. Ich bin dann weg. Okay, mein Mike ist wieder muted. Ich bin echt scheiße. Wartet, wartet. Ich muss mal kurz was ändern. Gesprächs. Okay, Leute, wir versuchen es noch einmal dahin zu gehen. Irgendwie funktioniert das was mit meinem Mic. Oh, warte. Muss man etwas dort ändern? Dass man, warte, hätte Extras. So, muss ich da irgendwas mit Aufnahme? So, jetzt. Okay, anwenden. Okay. Jetzt sollte es gehen. Okay, seid ihr ready? Okay, Leute, wir laufen jetzt. Okay. Ich habe da gerade nämlich so einen Typen gesehen, Alter. Schnell rüber. Zieh. Okay. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Bonjour. Haben Sie arbeiten Sie hier? Okay. Kommen Sie, ich höre Sie so schlecht. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Warten Sie eine Sekunde. Ich krieg gerade einen Anruf. Guten Tag, Sirs. Ich krieg kurz einen Anruf. Ich komme gleich. Leute, warte, ich muss sie kurz lauter stellen. Okay, Lautstärke anpassen. Okay, ich hab den schon hoch. Luis. Okay, mal schauen, ob sie noch da sind. Okay, ready. Bonjour, so einen schönen Bart, den du da hast. Oh, danke. Ich habe lange gearbeitet. Natürlich, Sie doch auch. Arbeiten Sie hier. Oh, sehr schön. Ah, ich bin erst heute eingereist. Denken Sie, Sie haben noch Stellen frei? Wissen Sie, was ich hier als immer am Anfang machen soll, wenn man hier in die Stadt einreist? Ich weiß es nicht, denn einen Personalausweis, den habe ich mir schon geholt. Ich sehe, ich hab ein bisschen Hunger und Durst. So, vielen Dank, Sir. Sie sind so eine liebe Person. Ach, ich warte hier. Ja, ich krieg eine Nachricht gerade. Wir lecker Croissant. Aus meinem Land persönlich. So eine super Tat. Oh, danke für die Cola. In meinem Land gab es das immer. Lecker. Vielen Dank, vielen Dank.
Ich verstehe. Ich sehe hier auf meinem Handy, es gibt ein Arbeitsamt. Muss man da hingehen? Ja, das glaube ich. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich denke, ich glaube Ihnen. Denken Sie, Sie hätten da noch einen Platz frei oder soll ich erst den Chef fragen? Das wäre sehr toll. Okay. Ja, ich komme einfach mal mit. Was halten Sie davon? Ja, gerne. Oh, so ein schöner Tag heute gewesen. Der Flug war sehr lang. Ja, warte, ich bekomme gerade einen Anruf von meinem Cousin. Ich komme gleich. Hallo, mein Cousin. Ja, ich bin angekommen. Es war sehr schön hier, aber ich habe auch einen Franzosen getroffen, einen mit einem sehr schönen Bart. Alles. Ich krieg vielleicht einen Job. Sie. Ja, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir wieder mal telefonieren. Also dann, wir sehen uns dann. Tschüss. Ah, das war mein Cousin aus Frankreich. So ein netter Kerl. Ja, klar. Ich bin der Florian. Florian Lampert. Thomas Lampert. Warten Sie mal, ich hatte einen Bruder, aber ich wusste nie, wer er heißt. Einen älteren Bruder. Bei mir war es genauso. Genau, kann es sein, dass wir verwandt sind? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Aber ich auch, aber wie kann das sein? Was ist mit dir passiert, nachdem du weggezogen bist? Ich verstehe. Sagen Sie mir, haben Sie ein Haus? Oh, tut mir leid, ich springe manchmal aus. Ich habe eine kleine Krankheit. Ich weiß nicht, woher das kam. Das kam nach einer Zeit, dass ich manchmal kleine Ticks habe, aber die sind nicht mehr so häufig. Konnte ich mir abtrainieren. Wie lange haben Sie denn noch Arbeitsschicht? Freilich kann ich mal gucken, ob ich vielleicht auch einen Job hier bekomme. Ja, ist er gerade da? Ja, gern. Ja, okay. Ich werde mal in der Stadt herumgucken, ob ich vielleicht ein bisschen Essen mehr kriege und trinken. Ja, danke. Ja, ich warte kurz.
Ja, ich komme mal kurz. Oh, so ein schönes Auto. Sehr schön. Oh, sehr schön. Isen? Ich bin alter Geil. Oh, da ist eine Person. Ist das Ihr Chef? Oh nein, das Auto, das geht doch nicht. Ich warte hier drin. Oh, so ein schönes Auto. So ein schöner Halbjeep. Sie haben Ihren Führerschein schon gemacht, nicht wahr? Sehr schön, Bruder. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Si. Ja, ich verstehe. Das ist die Polizei, oder? Oh, die Polizei. Bonjour, bonjour. Ha. Ja. Oh Gott, was wird das hier? Ich kann das noch nicht machen. Du wusstest, dass wir sehr viel Verwandtschaft in Frankreich noch haben. Vielleicht komme bald unser Cousin mal rüber. Ich werde ihn mal fragen. Genau, er ist ein sehr schöner Mann, ein sehr netter Mann. Mit einem nicht so prächtigen Schnurrbart wie wir, aber einem, zumindest hat er einen. Ja, dann kann er nicht hier in der Stadt wohnen. Dann muss er rausgehen und schwimmen. Eine echt schöne Stadt hier. Oh, ein bisschen ruckelig. Die Polizei wurde abgestellt. Sind es Freunde von Ihnen? Bonjour. Bonjour. Ich muss ein bisschen kichern. Ja, ich verstehe. Ich bin dabei. Ja, ich verstehe. Oh, vielen Dank. Ja, ich komme mit. Vielleicht wollen wir die Person mal privat später treffen. Das Auto ist ein bisschen laut. Wie wär's, wenn wir ein bisschen weiter weggehen? Wie lange haben Sie denn noch Arbeit, Chicks? Dann können wir mal zu Ihnen nach Hause gehen. Vielleicht, weil ich eine Nacht schlafen kann? Ja, okay, vielen Dank. Also, ich brauche unbedingt viel Geld, damit ich mir auch mal irgendwann eine eigene Wohnung kaufen kann. Ja, si. Ich komme mal mit. Oh, vielen Dank. Oh, es tut mir leid. Ja, ich verstehe.
Ja, ich warte kurz, ich setze mich. Wir machen das mal morgen oder übermorgen. Aber jetzt erstmal will ich, du musst mit der Story rein. Ich probiere dich gerade in die Story mit reinzuziehen als unser Cousin sozusagen. Und du brauchst auch so einen Skin wie ich, sowas mit Schnurrbart und so. Schau. Okay. Aber ich muss jetzt weiter im RP chillen. So, rein, prächtig. Hallo, mein Cousin, wie geht es dir? Ethano, was ist los mit dir? Du kannst doch nicht immer so eine Sache machen. Du kommst doch bald auch in die Stadt uns besuchen, oder? Ah, Sissi. Wir sehen uns dann mal. Bis bald. Morgen schon? Mal schauen. Ich werde dir gucken, ob ich dir ein Ticket organisieren kann für einen günstigeren Preis. Denn man kriegt nicht so viel Geld. Ah, guten Tag. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, sie. Ja, wäre sehr nett. Es passt, ich bin nur reingekommen. Bin ein flinker Mann. Ja. Es wird ein sehr schöner Tag. Bonjour. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der will gerade gehen. Es wäre gut, wenn wir ihn jetzt noch fragen. Ja, es wäre sehr schön, wenn du ein gutes Wort für mich einlegen würdest, denn ich weiß nicht, ob er mir so vertrauen würde. Fragen wir ihn schnell. Er geht gleich rein. Kommen Sie mit. Ich bleibe hinter ihm. Guten Tag. Warten Sie kurz, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich komme gleich. Ach Gott, warte, die sind bei mir alle leise. Ich muss. Kann ich das allgemein? Okay, ich sehe die hier alle jetzt. Ach, kann ich die nicht? Ich wünschte, ich könnte. Warte, ich mache alle mal kurz leiser. Lauter meine ich. Lautstärke anpassen. Ich mache mal alle hoch. Wenn die gerade drin sind. Aber ja. Okay, Leute, wir gehen jetzt wieder rein da. Let's go. Ich bin wieder da. Hallo. Ja, gut. Noch einen schönen Tag. Was ist das Problem?
Ich verstehe. Ja. Könnten Sie mich zum Arbeitsamt fahren, vielleicht? Ich würde erst als Holzfäller arbeiten, vielleicht. Ja, aber nur für den Anfang, für kleines Geld. Nur für... Ich werde es mal versuchen, für den Anfang. Ja, danke. Ja, da haben Sie komplett recht. Warten Sie kurz, ich krieg grad einen Anruf. Hallo Omar, was ist denn los? Ja, ich habe ihn gefunden. Er ist ein sehr schöner Mann, ein lieber Mann. Ja, Sissi. Ja, Sissi, ich achte auf meine Ernährung. Ich werde bald einen Job haben, hoffentlich. Wir fahren gerade zum Arbeitsamt. Ja, Sissi. Ja, Sissi. Tschüss. Wir sehen uns. Ja, Sissi. Merde! Wieder ein Anruf, das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein. Ja, ich kann gerade nicht. Ruf mich mal später an. Ich muss mir einen Job besorgen. Ja, wir sehen uns bald. Tschüss. Ja, meine Oma, dann meine Tante, mein Cousin, alle. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ja. Oh, da ist das Arbeitsamt. Susch. Ja, das können wir machen. Oh ja. Okay. Mein Kontostand ist 636 Euro, also noch nicht so viel. Ja, klar. Ich komme. Ich bin schon dabei. Ja, ich werde mal fragen. Okay, Holzfäller, 3000 Euro. Okay, was gibt es noch? Erntehelfer, Minenarbeiter. Ich werde Holzfäller. Ja, ich glaube auch. Wie viel kosten da? 3000 Euro oder was? Ja, das glaube ich. Ich würde, glaube ich, mal bei den mit als Taxifahrer mal schauen.
Ja, ich bin hinter ihm. Ja, sie. Yeah. Ich bin drin. Ja. Reden Sie mal. Was machen Sie so hier? Wie ist Ihr Leben? Ja, das kann ab und zu passieren. Ich habe auch meine kleinen Ticks. Ja, man nennt das auch das Tourette-Syndrom, was ich habe. Aber noch nicht so stark. Ja, ich bin hinter Ihnen. Guten Tag. Okay. Ich verstehe auch nicht. Ja, mach halt. Oh, Tom Burger, wie geht es dir? Magst du gerne Burger? Das glaube ich Ihnen. Das ist glaube ich. Schade. Ja, das wäre sehr gut, aber sagen Sie, warum mein Handy? Wie haben Sie ein Zuhause gefunden? Ja. Oh, sehr schön. Was ist das günstigste Haus hier in der Nähe? Auch sicher am Tag. Ich glaube, zeigen Sie mir mal Ihre Wohnung, dann kann ich mir das mal anschauen. Ja, ich bin hinter Ihnen. Oh nein, haben wir noch na, gar nicht. Danke. Ah, Thomas Lampert. Das ist doch schön. Oh, ich habe Sie angerufen. Ich wollte es testen. Warten Sie. Ich kenne mich nicht so aus mit diesen neumodischen Touch-Dingern. Können Sie mir das erklären? Also, wo muss ich darauf drücken? Ja. Ging es. Also, hier. Hier, mein Handykontakt. Oh, jetzt können wir uns immer verständigen.
sehr schön. Oder sehr neumodisch, sehr schön. Das gefällt mir hier. Wie viel ist die Miete am Tag? $85 am Tag. Viel günstiger oder ist das normal auch so? Ich würde dann auch mal schauen, ob ich auch. So schade, sonst muss ich noch mal nach einer Wohnung schauen. Oh, ich bin ausgeruht. Wo wollen Sie denn? Oh, wie sieht es denn da drin aus? Oh, sehr gemütlich, sehr gemütlich. Ja, ich sehe. Ja, das glaube ich Ihnen. Und ein schöner Ausblick. Ich müsste mich auch mal auf die Suche nach einer Wohnung machen. Ja, ich bin hinter Ihnen. Oh, ein Badezimmer. Oh, ich musste mal testen, ob die wirklich groß genug ist. Ja, ich gehe mal ganz schnell aufs Klo. Ja. So eine schöne Toilette. Ich bin fertig. Oh, da ist ja glatt eingeschlafen. Thomas! Thomas, ist alles okay? Thomas? Ist alles okay bei Thomas? Oh nein, der arme Thomas. Das kann doch nicht sein. Oh, Thomas, was soll das? Bist du eingeschlafen? Oh, anscheinend ist er eingeschlafen. Ich werde mich mal hinsetzen, bis er kommt. Wann kommt er denn endlich? Ich werde ein Nickerchen machen. Oh, Sie sind wohl ein bisschen eingeschlafen, das verstehe ich. Es ist eine sehr lange Nacht hier. Kann man hier auch schlafen gehen, oder da? Weil. Ich verstehe das nicht. Die anderen Menschen sind die ganze Nacht unterwegs. Oh, das glaube ich. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, wir sehen uns dann. Ich suche nach einer Wohnung. Wo denn? Okay. Mit wem muss ich denn da sprechen, sodass ich eine Wohnung bekomme? Oh, ich verstehe. Warten Sie, ich krieg wieder. Mein Cousin ruft wieder an und sagt bestimmt, wann er kommt. Ich komme gleich. Hallo, mein Cousin.
Guten Tag, guten Tag. Oh, dein neuer Name ist Unglecked Fabi. Guten Tag. Moin, Fabi, was geht? Ich bin gerade im RP. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Zuschauen. Ich muss jetzt weitermachen. Okay. Ja, mein Cousin kommt morgen vielleicht schon. Ja, ich warte, ich habe genug Zeit. Ich warte mal hier. Oh, so ein schöner Tag, so ein schöner Tag. Wenn ihr wollt, lieber Leute. Ja, ich komme. Ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von deinem Freund. Sein Name ist Fabian. Ich habe ihn im Online-Computerspiel getroffen. So ein netter Kerl. Ich schau. 80, das ist doch schön. Ja, wie kaufen man diese Wohnung? Oh, die Toilette ist super. Die ist super. Perfekto, perfekto. Ja, ich glaube, ich hole mir diese Wohnung. Ich komme mit, ich bin hinter ihnen. Es passt schon, ist alles okay. Ah, ich sehe schon. Wohnung mieten. Ah, hier, 80 Euro pro Tag auf dem Zettel stehen. Hier steht, ankreuzen. Willst du wirklich diese Wohnung kaufen? 80 Euro. Ich glaube, das ist okay. Pro Tag. Warten Sie, mein Personalausweis funktioniert nicht. Irgendwie geht denn das nicht. Ich glaube, ich muss mir nochmal abholen. Vielleicht ist ich. Nein, habe ich nicht. Warten Sie, ich hole ihn ab. Können Sie mich vielleicht schnell hinbringen? Ja, warten Sie. Ich muss kurz was einstellen bei meinem Handy. Jemand will, dass ich das schnell mache. Ich verstehe das nicht. Die Menschen heutzutage. Die Menschen heutzutage sind ganz komisch. Ja, ich bin hinter ihnen. Mein Deutsch wird immer besser, immer flüssiger. Ja. Oh, okay. Los geht's, ab zum komischen Kartending. Ja. Okay. 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 Ja, danke. Okay, ich komme gleich. Beeil mich. Ein Personalausweis. Ich zahle einmal bar. Hab ich ihn. Ja, rein Personal. Ich habe ihn jetzt. Könntest du mich schnell wieder zur Wohnung fahren und danach werde ich mal schnell schlafen gehen, vielleicht. Ja, danke. Ja, okay. Ja.
Ja. Ja, manchmal meine Ohren sind ein bisschen kaputt. Ich habe viel gekämpft in den letzten Jahren. Ja, Rudi auch. Oh Gott. Okay, tschüss. Tschüss. Ist alles okay, wir sehen uns. Wir sehen uns. Leute, jetzt kann ich endlich wieder normal reden. Okay, wir suchen jetzt die Wohnung, die Luca mir empfohlen hat. Oder Thomas meine ich natürlich. Ich verwechsel das ab und zu. Ich muss die Wohnung jetzt erstmal finden. Ich hoffe, das ist die richtige. Ja, das ist die. Perfekt. Okay, jetzt können wir hier Wohnung mieten. Ja, okay. Okay, perfekt. Okay, wir wohnen jetzt hier. Okay. Okay, hier kann ich jetzt Stuff rein tun. Ich werde es mal so machen, okay. Ich gehe mal pennen. Ach Gott, die waren die. Ich muss mir die Steuerung mal merken. Oh Gott, was war das für ein Schuss? Oha. Ach, keine Ahnung. Wisst ihr? Warte. Ach, keine Ahnung. Ach, komm. Ah, jetzt so. Jetzt sollte es gehen. Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Minecraft spielen. Leute. Ah, Leute. Okay, ich geh mal. Warte, warte, warte. Duschen. Duschen. Okay. Schnell meine Sachen ausziehen. Oh, das ist meine Sachen kurz weg tun. Und meine Sachen da rein tun. Oh, das war ein schöner Tag, war heute. Oh, das war ein schöner Tag. Ich bin so müde. Oh. Ich sollte mir mal einen Stuhl anschaffen hier. Ein bisschen Fernsehen gucken. Oh. Oh Gott, ich bin so müde. Oh, habt ihr das gehört? Hallo? Hallo? Ist jemand hier in der Nähe? Wer schießt denn hier? Entschuldigen Sie bitte. Oh Mann. Oh Mann, ich bin so müde. Was soll das? Jetzt kriege ich noch einen Anruf von meinem Cousin. Was soll das? Ich habe keine Zeit für dich, Ethan. Was willst du? Was ist denn schon wieder? Na komm, du bist morgen doch schon. Oh, es klingelt. Warten Sie, warten.
Warten Sie, warten Sie. Guten Tag. Hallo? Hallo? Guten Tag. Oh Gott. Klingelstreich, ich hasse Sie. Immer wieder. Das kann doch nicht sein. Mann, dann will man einmal schlafen und es geht nicht. Oh, so eine nervige Scheiße, Alter. Aber jetzt. So, und jetzt schlafen gehen. Oh, so ein schöner Tag. Oh, warte, ich habe was vergessen. Oh, nee. Leute, so ein schöner Tag. Gott, Leute. Okay, wie lang stream ich? Eine Stunde. Okay, sehr schön, sehr schön. Ethan, soll ich mal schauen, ob ich auf YouTube auch streamen soll? Ich kann ja gleichzeitig streamen, wenn du willst. Ich glaube, das geht. Soll ich mal versuchen morgen? Okay, ich hole mir kurz was zu trinken, Jungs, okay? Okay. Oh Gott, diesen. Er ruft mich schon wieder an. Was ist los? Oh Gott, dann kann ich es auch gleich lassen mit dem Schlafen. Oh Gott. Ja, oder so laufe ich raus, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Ich muss mal schauen nach Jobs. Ich laufe. Mein Deutsch. Alter, okay, komm, let's go. Ich liebe andere Menschen, Tiere. Oh, so ein Scherz. Ja, das ist nicht so schön wie bei mir, natürlich. Zwei Fernseher. Wie viel ist die Miete? Einen Balkon. Oh. Ich werde mal bei der Taxistelle fragen. Boah, der ist oberste. Wie viel kostet das? Oh, denkt ihr, ich überlebe das? Mal schauen, ob ich eine Chai erklären kann. Okay, komm, laufen. Laufen wir mal noch ein bisschen. Zur Taxistelle als. Also Taxi ist gerade keiner da. Oh Gott, mein Game ist abgestürzt. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, Leute, mein Game ist abgestürzt. Ich komme gleich wieder. Ich gehe dann gleich mal ins Bett und dann docke ich mich dort aus. Oh Gott, heute ist so ein geiler Tag eigentlich. Ich werde morgen nochmal nach einem Job schauen. Mm-hmm.
Leute, gleich machen wir den Stream aus. Ich werde mich nur kurz woanders hinlegen, damit das besser funktioniert. Ja, genau. Warte, wir treten jetzt ganz schnell bei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte ich. Ja, ich muss kurz in meine Wohnung reingehen. Ich gehe ganz schnell pennen. Oh Gott, das geht. Man kann seine Wohnung abschließen. Aber ich will doch, dass jeder reinkommt, Luca. Okay, warte. Okay, Wohnung abschließen. Abgeschlossen. Okay, let's go. Ein letzten Snack, bevor ich pennen gehe. Und jetzt verdursten. Oh Gott, Leute, wir sehen uns dann. Okay, perfekt. Leute. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen extrem schönen Tag heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Morgen geht's dann weiter, wenn es heißt, Flo sucht einen Job. Und ja, genau.